Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia. Nachdem ich ja eine kleine Pause von 2 Tagen mal gemacht habe, also mit dem ganzen Let's Play-Geschäft. Und ja, hier bin ich eben wieder. Ich habe, weil man mich nochmal darauf hingewiesen hat, die Helligkeit ein wenig erhöht, sodass ihr jetzt noch mehr sehen könnt. Und ja, ich eben leider auch, aber naja gut, man muss einen Kompromiss finden. Und ich habe den Sound wieder ein wenig zurückgedreht, nachdem er in den letzten Folgen mir doch ein wenig zu laut geworden war. Und Leute, hört auf, mir irgendwas zu spoilern. Ich habe schon wieder zu hören bekommen, ich solle nicht ins Studierzimmer gehen, sondern erst ins Gästezimmer. Und da wird irgendwas Tolles auf mich warten. Ja, das mache ich jetzt auch nochmal. Und ab heute nehme ich aber keine Tipps mehr von euch an. Also ist mir völlig wurscht. Ab ins Gästezimmer. Mal schauen. Der dünne, kalte Nebel streifte sein Gesicht, als er hinaustrat. Das Londoner Wetter kann grausam sein, aber es war eine Art Grausamkeit, mit der er leben konnte. Ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was mich dort erwartet. Bisher eine Kiste, ein Ladebildschirm und juhu, wir sind im Gästezimmer. My journal is gone. What would they want with my journal? Mein Journal ist weg. Nee, mein Journal ist noch da. Ja, ich weiß jetzt nicht, was mir das sagen sollte. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen ungestößten Schrank. Nur hier gar nichts erkennen. Nein, nein. Oh, hier so ein Ding. Das war doch so ein scary Teil mal, als wir das in einem vorherigen Level angepackt haben. Hier noch, ach, schau an, ein Laudanum. Ich hatte da ja gar keine mehr von, oder? Ja, das war jetzt wieder mein erstes. Aber dafür habe ich, oh, ich habe noch reichlich Zunders. Und ich hoffe, es liegt jetzt nicht an der Helligkeit an sich, aber dieser Raum ist schon von Natur aus sehr hell, wie es scheint. Und hier haben wir noch, na, Öl, was wir auch sehr gut gebrauchen können. Das spare ich mir jetzt nochmal. Was ist hier? Die Tür klemmt wegen eines defekten Schlosses. Das Schloss ist defekt. Finde eine andere Möglichkeit, die Schranktür im Gästezimmer zu öffnen. Okay, hier haben wir noch einen Kamin und hier nichts. Wieso ruckelt das gerade eigentlich so? Das ruckelt doch sonst nicht so. Naja, egal. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Eine Schublade, die wir komplett rausruppen können. Und ein Schlafzimmer. Hat aber jemand gewütet. Oh, was haben wir hier? Eine Brechstange? Eine Brechstange in einem Schlafzimmer? Ich will gar nicht wissen, welche Praktiken die hier so... nee, darf ich jetzt nicht weiter eingehen. Nix in den Schubladen. Hier haben wir jede Menge Zeug. Irgendeine Kiste war das mal und eine Notiz. 2. July 1839. I received a letter today. From the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Ah ja, ja, ich mache mir auch sehr große Sorgen um ihn. Das heißt, ich kenne ihn gar nicht, aber naja, gut. Oder ich kenne ihn nicht mehr, sagen wir es mal so. Hier haben wir noch einen Schranki-Schrank und mit nur Hemden drin. Kann ich die, konnte ich die gerade nehmen oder was? Nee, habe ich mich geirrt. Hier ist nichts drin. Da auch nicht. Aber hier ist noch eine Schublade, in der auch nichts drin ist. Und, ach nein. Nicht euer Ernst. Pflanzenreich. Habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Mensch, du, das ist ja mal... Oh, hier hätten wir fast übersehen. Noch eine Zunder. Zunder. Und hier habe ich nämlich auch noch eine Notiz übersehen. 3. July.
1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, "Recovered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Ja, was denn für eine Kugel die ganze Zeit? Ich raff's nicht. Was ist denn mit dieser komischen Kugel gemeint? Egal. Ja, wollen wir mal der Tür hier an den Kragen gehen? Hier haben wir jetzt eine Brechstange. Aha. Ah. The key. Please, let it be here. The key? Da haben wir doch glatt wieder mal ein Memento. Im Gästeraum ist ein wichtiger Schlüssel versteckt. Und eine Notiz. 4th of July, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Aha, ja. Jo gut, wissen wir das auch. Ich bin im Versteck. Für alle, die jetzt nicht wissen, warum ich hingegangen bin, da stand gerade ein Hinweis, ich soll ein Versteck finden und die Musik tauchte gerade auf. Und ich höre ein Monster. Oh mein Gott. Musik ist weg. Wenn man sich an die alte Left 4 Dead Regel hält, dann müsste der Tank jetzt ja auch weg sein und ja. Dann können wir eigentlich leise aus dem Schrank wieder hinausspähen, oder? Ich höre mal genau hin. Hört ihr was? Hört ihr was? Ich höre kein Monster mehr. Aber es war ganz sicher eins hier. Oh, Leute. Also, falls ihr das meintet mit geh ins Gästezimmer, so schrecklich war es jetzt nicht. Aber ich weiß, was ihr meint. Und wo soll jetzt dieser Schlüssel liegen? Das wüsste ich jetzt noch gern. Ah.
Ah, so ja, ich verstehe. Warum? Thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Natürlich. Warum sollte dieses Gemälde sich auch sonst bewegen? Das hätte es ganz sicher nicht getan. Ach so, das ist. Da ist ein. Ach, der ist da drin. Moment mal. Ja, natürlich. Blup. Maschinenraumschlüssel. Ach, wie hervorragend. Ist die Luft rein? Ist die Luft rein? Wo ist das Monster? Hier ist es nicht. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu tun, als zurückzugehen und ja, ab in den Maschinenraum oder was, ne? Würde ich sagen. Der merkwürdige Brief erschrak ihn, aber er war auch der Einzige, der ihn etwas ermutigte. Ah, ja. So, jetzt sind wir... Was ist denn hier los? Wo kommt das denn her, bitte? Ist hier gerade irgendjemand gewütet? Entweder hat dieses Monster sein Torso verloren, was ich gerade weniger glaube. Oder hat hier gerade ein Festmahl veranstaltet. Und ich dachte, diese Halle wäre so schön friedlich. Ja, da lag ich wohl mal wieder falsch, Mensch. Schade. Naja, das war's auch schon wieder für eine Folge, glaube ich. Ja, das war's für eine Folge. Und insofern wünsche ich euch ja, einen schönen Abend, beziehungsweise eine schöne Nacht, solltet ihr es jetzt noch gucken. Glaube es ja nicht, aber ja, dann werde ich mich das nächste Mal, werde ich mich dann gleich in den Maschinenraum stürzen, werde ich erst, ich glaube, ich werde erst noch durch das Studierzimmer watscheln, oder? Das macht ja irgendwie mehr, wenn ich schon hier bin. Ja, natürlich. Also nächstes Mal gehe ich auf jeden Fall ins Studierzimmer. Euch wünsche ich bis dahin noch, ja, wie gesagt, einen schönen Abend, einen schönen Tag oder was auch immer. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Wenn es heißt Let's Play Amnesia The Dark Descent. Macht's gut, Leute. Und bis denn.